Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum, zum allerletzten Part, zum sechsten Part und zum letzten Part. Ja, ihr seht's ja schon. Ich freue mich so, dass der letzte Part ist. Es ist einfach toll, dieses Ding endlich beendet zu haben. Hello Kitty, Happy Happy Family mit dem Zwergenfürst. Ja, der letzte Part. Yippie, juhu. Ich würde mal sagen, heute im Menü. Im Menü, hier bleibt nur noch eines übrig, was wir noch nicht gemacht hätten. Wir haben schon mit Opa gespielt, Quatsch, wir haben Opa geholfen, wir haben Oma geholfen, wir haben Mama geholfen, wir haben Papa geholfen, wir haben mit Mimi gespielt. Und heute müssen wir nur noch mit Hello Kittys Zimmer uns mal was angucken, was es dort gibt. Wir spielen einfach mal. Auf geht's! Hello Kitty's Room. Jo, sieht so aus, als wäre das Hello Kitty's Room. Ja, wir touchen mal wie üblich. Lass uns Kleidung wechseln. Ah, auf jeden Fall. Die Umkleider, also. Ah, Hello Kitty und Mimi können wir hier bekleiden. Hier haben wir Hello Kitty. So, was gibt's denn hier für Anzüge? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Schreck. Schande. Ja, das sind alle Kleidungsstücke so ungefähr mal nacheinander. Und da gibt es wohl tatsächlich noch ein paar Kleidungsstücke, die wir noch nicht gesammelt haben. Oder was sind die freien Felder auf dem unteren Bildschirm? Und das werden wir definitiv nicht machen. Nein, sag nicht, da gibt's noch mehr zu sammeln. Dann würde ich mal sagen, wir geben ihr jetzt mal dieses schöne Gothic-Zeug. Hier kann man auch mal den Farbtausch machen. Da gibt's ja in Rot, in Blau, in Grün, in Gelb und in Violett. Ja, weil Gelb besonders kacke aussieht, nehme ich das jetzt mal. Ja, so kann man die umziehen. Schön, schön. Jetzt noch Haarschmuck. Passend dazu. Oder auch nicht passend dazu. Ja, was halt also gibt, kann man auch kombinieren. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen das hier. Und dann kann man auch hier die Farbe wechseln. Ja, hervorragend. Und das mal in Blau hier. Damit es auch ordentlich passt. Und Accessoires noch dazu. Eine Gitarre. Ein Beutel. Ein Säbel. Ein Osterei. Ein Besen. Ah, okay. Allerdings Lampe. Ein Schwert. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Säbel hier. Dann passt auch zum kompletten Bild hier. Ja. Da haben wir Hello Kitty hier mal gestaltet. Jetzt wird noch Mimi verunstaltet. Ja, das ist doch hier ganz entspannt. Außer die Stimme im Hintergrund, die ist nicht sehr entspannt. Ach, die hat jetzt nochmal dasselbe. Bloß in Grün hier. Ja, das steht hier doch ganz gut. Und dann noch in der passenden Farbe dazu. Ja, Gelb. Guck mal, Gelb. Ne, Gelb ist schon die andere. Nochmal was Blau hier. Hör auf zu labern, verdammte Kacke. Diese piepsige Stimme im Hintergrund die ganze Zeit. Als ob die mir hier mal erklären müsste, was ich machen muss. Es ist doch hier alles selbstverständlich. Was erklärst du mir denn hier? Ist doch 100% verständlich. Ja, was gibt's hier noch so alles Schönes? Piratenhut. Nee, das passt so gut. Machen wir das hier. Es reimt sich das ja bestimmt. So ein Blau, ein Grün, ein Gelb. In Gelb natürlich, Blau würde zu gut passen. So. Und ist noch ein Accessoire dazu.
damit es auch passt. Och man, schalt doch jemand diese Stimme ab. Meine Fresse. So ein Osterei dazu. Oder was? Hier, so ein Säbel. Ne, den Hase dazu. So, perfekt. Haben wir das perfekte Duo hier. Das sieht doch wundervoll aus, oder? Kann man einfach so lassen, oder? Hello Kitty, Mimi, mal wundervoll verkleidet hier. Großartig. Einfach großartig. Ich bin begeistert. So, was gibt's hier noch? Kitty ist sogar in dem Kostüm unten. Ja, nice. Die Remind-Sticker können wir uns hier nochmal angucken. Ah, wir haben 11-mal perfekt gemacht. 8-mal haben wir ein tolles Ergebnis erzielt. Gut, haben wir 4-mal gemacht. Und 1-mal haben wir sogar ganz versaut. Ich weiß sogar noch, was wir versaut haben. Ja, das war dieses eine. Okay, ah, das sind diese unteren Dinger hier. Auf dem unteren Bildschirm kann man die nur betrachten. Das sind halt nur diese farbigen Schleifen. Das sind diese farbigen Schleifchen hier. Da. Was haben die hier noch? Lass uns ein Foto machen, ist jetzt nicht so gut, weil mein Zimmer abgedunkelt ist. Da gibt es nicht viel zu sehen. Ja. Hier gibt es nichts zu sehen. Und was haben wir denn hier? Ah, da haben wir diese ganzen Mind Pictures, die wir so gesammelt haben während des Spiels. Können wir uns hier nochmal im Review passieren lassen und uns mal angucken, was wir so alles gemacht haben. Ah, toll. Das ist Mama. Das ist die Sache von Papa hier. Können wir uns erinnern an die schöne Zeit mit Hello Kitty. Und da haben wir Oma im Garten. Schön und schön, schön. Und da fehlt uns tatsächlich eine Sache. Ein Bild. Das haben wir wahrscheinlich sehr schlecht gemacht und deshalb haben wir kein Bild bekommen. So ungefähr. So, aber vom Opa haben wir alles. Soll ich euch was verraten? Ich werde jetzt nicht extra noch das machen, damit ich das letzte Bildchen bekomme. Nein. Vergisst es. Entweder habe ich da was übersehen oder ich habe halt irgendwie was versaut und halt nichts bekommen. Aber egal. Als Galerie für das alles, was wir so gemacht haben im Spiel. Und das Beste ist, man kann Hello Kitty und Mimi umziehen hier und dann hat es da gleich ein wunderschönes, selbstgestaltetes Ding. Ja, sind die dann auch im Menü so? Naja, schade. Das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn man halt jetzt die im Hauptmenü auch noch in ihren Verkleidungen sehen hätte können. Aber ja, gut. So, ja, ich würde sagen, haben wir es abgeschlossen? Haben wir alle Räume gesehen? Haben wir wirklich alles von diesem Spiel angeguckt? Ja, bis auf dieses eine Remind Picture. Aber was soll's? Ja, haben wir Hello Kitty Happy Family durchgespielt. Ja, kommen wir zum Fazit, oder? Credits! Da kommen sie. Die Credits über den blauen Hintergrund geflogen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich muss dieses Spiel irgendwie bewerten und auch eine Punktzahl geben. Ja. Ich fange mal mit der Punktzahl an direkt. Ich würde diesem Spiel eine ganz freundliche. Ach, die Credits sind schon vorbei. Eine freundliche, ganz freundliche 25% geben. Ja, ich würde mal sagen, so vom Grafikstil her, also vom, ja, von der Quali her war es ganz okay. Aber ja. Ich sag's mal direkt so heraus, der Rest war relativ scheiße. Man sieht ja auch, dass möglichst wenige daran gearbeitet haben. Die Credits sind im Vergleich zu anderen Spielen sehr, sehr kurz. Das spiele ich jetzt gerade zum zweiten Mal durch. Die Credits. Ja, lest euch das ordentlich durch. Das sind die Leute, denen ihr diese Qual von Spiel zu verdanken habt. Es ist halt wirklich, ja, schlecht, muss ich sagen. Es ist halt auch langweilig, es wird halt nicht spaßig. Ich frage mich, wie da auch ein Kind dran Spaß haben kann, weil, ja. Erstens ist es ein Gelegenheitsspiel. Also, das dritte Mal die Credits. Also, man kann halt wirklich nicht lange daran
Home Hunt hier nach 6 Parts ist es vorbei. Das sind jetzt jeweils knapp, lass mich lügen, 15 bis 18 Minuten Parts. Das hat man, wenn man sich wirklich Zeit nimmt, in 2-3 Stunden durch. Das ist dann wirklich, ja, wenn man alles macht, hat man das durch. Und es bietet auch nicht viel mehr Freiheit als diesen einen Raum. Also es hat halt wirklich nur diesen Raum und du kannst halt nur diese 6 Personen spielen. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, es sind tatsächlich 6. Und auch der 6. ist halt auch nur ein Anschauraum. Da hast du halt nur die ganzen Galeriesachen. Also du hast quasi nur 5 Spielräume und der 6. ist halt, haben wir heute in diesem Part gesehen, ein Umziehraum und ein, ja, ein Galerieraum. Also um das mal so aufzudröseln. Die Spielmodi machen mir als Erwachsener keinen Spaß. Also ist ja auch ein Kinderspiel, kann man verstehen, dass es halt irgendwie ein bisschen blöd ist. Aber ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, dass es halt irgendwem Spaß macht. Also ich würde es nicht empfehlen, dass man das irgendeinem Kind in die Hand drückt, weil dem wird langweilig dabei. Versteht ihr, was ich meine? Auch ein Kind muss ein gutes Spiel in der Hand haben und ich sag's mal so, wenn man einem 6-jährigen Kind was in die Hand gibt, dann kann das auch ein Lego-Spiel sein. Hab ich auch schon auf meinem Kanal Let's Play It. Die sind auch, da kann man Spaß haben bei, versteht ihr? Da kann man wirklich eine Story verfolgen und wirklich was Sinnvolles machen, wirklich einen Erfolg erringen und da wirklich was Tolles erreicht haben. Bei diesem Spiel hat man so das Gefühl, ja, ich habe meine Zeit verschlempert. Also ich habe wirklich, ich habe das Gefühl, also jetzt habe ich 6 Parts durchgespielt. Ich habe das Gefühl, ja, was habe ich gemacht? Nur Scheiße habe ich gemacht. 6 Parts verschwendete Lebenszeit. So ist es. Und das für 12,99 €. Ich will mein Geld zurück, meine Damen und Herren. Ich will wirklich mein Geld zurück. Diese 12,99 €, die sind wahnsinnig zu viel verlangt. Also 25 Punkte. Das ist ein Freundschaftsbonus. Weil ich alle Hühneraugen zugedrückt habe, die ich habe. Wirklich alle Hühneraugen. Also wirklich mit. Eigentlich hat das Spiel 0 Punkte verdient. Es ist halt wirklich, ja. Ich frage mich, ja, das Spiel ist für. Für welche Zielgruppe ist das Spiel gemacht? Für Kinder unter 6? Ich bin ja sowieso der Meinung, Kinder unter 6 Jahren dürfen noch, sollten noch nicht. Konsolen wirklich Kinder, die so klein sind, also die wirklich 5, 4, 3, ja, meinetwegen, mir fehlen halt irgendwie die Worte. Das Spiel würde eventuell irgendwas für 2-jährige oder 1-jährige Kinder bringen, aber die können doch so ein Ding noch nicht in die Hände halten und denen würde ich das auch nicht in die Hand drücken. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, Leute im Abspann, was habt ihr euch dabei gedacht? Entwickler, was, warum, was, wie? Soll diesen Scheiß spielen? Außer so ein blöder Let's Player namens Zwergenfürst, der das mal irgendwie als Let's Trash auf seinem Kanal bringen will. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass es vorbei ist. Speicherdaten zurücksetzen. Können wir das mal machen? Ja, ist mir jetzt egal. Ich bin froh, dass das weg ist. Ich will das jetzt auch aus meinem Gehirn zurücksetzen. Ich will das einfach löschen. Ich will das Ganze einfach hinter mir lassen und dieses Let's Play beenden. Ich werde jetzt hier gleich auf Löschen drücken und dann ist dieses Let's Play beendet, diese Let's Play-Reihe vorbei, das Spiel ist beendet. Es wird so sein, als hätten wir diese Qual nie gehabt. Ich sag schon mal jetzt, Daumen nach oben, soll es euch auch aus irgendeinem Grund irgendwie gefallen haben. Ich weiß auch nicht, warum es euch irgendwie gefallen haben sollte. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr neu seid. Falls das euer erstes Video bei mir ist, tut es mir ernsthaft leid für euch.
Dann habe ich mich euch auch von einer schlechten Seite vorgestellt. Es gibt deutlich bessere Videos auf meinem Kanal. Schaut dort mal vorbei, lasst ein Abo da, dann kriegt ihr Benachrichtigungen. Da kommen weitere bessere Videos. Man sieht sich. Ihr habt euch wohl. Haut drinne. So, der Löschen-Button wird betätigt und vergessen wir das Ganze wieder. 25 Punkte für das Spiel. Vergessen was. Ciao, ciao. Adios. Ja, ich bin sicher, dass ich dieses Spiel löschen will. Mach's. Danke.